guten Morgen und herzlich willkommen. Heute im Sprinter 317 CDI, 40 für einen LKW oder Lieferwagen ist es ja eher, weil das ja bis Fahrzeugklasse 3,5, ja fast wie ein PKW. Den haben wir zum Kurztest und jetzt werden wir euch gleich nochmal einige Details vorstellen und auch das M-Books. Das ist dieses im Prinzip das Infotainment-System. Der Sprinter beschleunigt sehr gut. Für einen LKW insgesamt ist auch die Materialanmutung, es ist eigentlich überall Plastik, aber gehoben und in Kombination mit der Dämmung schon ganz erträglich. Wir kriegen auch immer angezeigt, wie wir schalten sollten. Der Wagen hat 6 Gänge. Guten Morgen, hier haben wir jetzt nochmal den Sprinter von außen. Wir haben heute den 317 CDI im Test. Hier kann man auch gleich deutlich erkennen, er ist länger als ein PKW, aber mit 2 Meter, ich glaube 44, ist die Breite doch relativ gut handelbar im fließenden Verkehr im Vergleich jetzt zu einem LKW. 317 CDI, da steht es noch einmal und hier als Beweis Sprinter. Jetzt gehen wir noch einmal nach vorne. Große Seitentür. Der Laderaum lässt sich einfach aufschieben. Und diesmal konnten wir nicht das ganze Volumen austesten. Da oben sehen wir schön 2, 3 Leuchten, die den Innenraum beleuchten. Das ist schon ganz gut. Und die Anzahl der Zelda-Kästen ja fast unbegrenzt, wenn man das im Verhältnis zu einem PKW setzt. Hier ist noch so eine Einstiegsstufe, so eine kleine Verzurhaken an verschiedenen Stellen. Ja, auch hier so Rasterschienen an den Seiten. Das ist alles soweit in Ordnung. Auch von innen kann man die Türen öffnen. Hier gibt es einen Handgriff, den kann man auch verriegeln, damit die Ladung das nicht öffnet. Und auch hier. Ja, das soweit aus dem Innenraum. Ich kann hier hinten mit 1,86 Meter auch stehen. Jetzt geht's nach vorne. Insgesamt ist der Sprinter in den letzten 10 Jahren, wahrscheinlich gibt es ihn schon 20, ja, immer noch deutlich moderner geworden, ruhiger, komfortabler. Ja, diese Sachen halt. Jetzt werfen wir mal einen Blick nach innen. Unten rechts in der Türinnenverkleidung finden wir den Verbandskasten und ein Warndreieck. Darüber haben wir einen Bereich, da können wir eine Flasche oder auch zwei, denke ich, reinstellen. Das probieren wir gleich nochmal auf der anderen Seite. Der Sprinter ist ein Dreisitzer. Und das hier ist im Prinzip das Armaturenbrett. Interessant sind auch die Ablageflächen oberhalb. Also hier zum Beispiel Becherhalter und USB-Anschluss. Diese Sitzbank, die kann man auch runternehmen, um dann darunter in die Staufächer, das sind so Blechkästen, da kann man theoretisch was reintun, sollte es dann selber aber nochmal polstern. Wir können hier auf der rechten Seite die Sitze nicht verstellen. Aber löblicherweise gibt es auf beiden Seiten Sitzgurthöhenverstellung. Und hier können 3 Leute sitzen. In der Mitte ist es natürlich dadurch, dass das Armaturenbrett weiter vorkommt, etwas enger. Im rechten Außenspiegel finden wir auch einen Blinker und was ganz gut ist, nicht nur einen normalen Rückspiegel, sondern auch noch einen atmosphärisch geformten für unten. Damit kann man dann auch den Heckbereich hier seitlich so ausleuchten, also quasi den toten Winkel. Nichtsdestotrotz sollte man gerade bei Radfahrern auch sehr genau schauen, ob die nicht in den Fahrtweg kommen oder ihn kreuzen. Auf der Fahrerseite haben wir ebenfalls Innenverkleidung. Hier können wir auch 2
Selter oder Flaschen unterbringen, je nachdem, was ihr gerne trinkt. Hier oben haben wir die Fensterverstellung für links und rechts und die Spiegelverstellung. Wenn der Wagen auch noch elektrische Sitze und Sitzheizung hat, dann wäre das hier positioniert. Es gibt auch die Memory-Funktion. Das macht ja manchmal auch Sinn. Es gibt beim modernen Sprinter keine luftgefederten Sitze mehr, soweit zumindest in diesem Modell, vermutlich auch in den anderen nicht mehr. Das wird heutzutage über eine Sprungfeder geregelt. Die kann man jetzt hier vorne einstellen. Das ist so ein Rädchen. Da kann man dann einmal angeben, welches Gewicht man hat. Dann kann man hier drüben einmal entriegeln und verriegeln. Das sieht man jetzt gerade etwas schlecht, aber damit kann man dann quasi die Sitzfederkraft des Sitzes entsprechend abfedern. Ein eigentlich sehr schönes Instrument. Und hier vorne haben wir noch eine Sitzverlängerung. Hier unter soll noch der Wagenheber sein. Und das Reserverad finden wir unten unter dem Auto. Hinten. Quasi unter der Tür. Beziehungsweise der Ladefläche. Der Wagen hat ein Start-Stopp-System, also sprich den Schlüssel hat man in der Tasche und dann kann man hier stoppen. Dann kann man jetzt auch die Zündung einschalten. Haben wir hier auch gleich die ganzen Beleuchtungen, der Fensterheber. Hier haben wir einmal die Lichteinstellungen, also Nebelschlussleuchte oben rechts und Auto für automatischen Betrieb. Da braucht man im Prinzip auch nicht viel machen. Hier haben wir das Infotainment-System, was sich bei Mercedes M-Books nennt. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ja, ansonsten kann man hier ganz normal sitzen. Was vielleicht noch interessant ist, kann man jetzt hier im Dunkeln ein bisschen schlecht erkennen. Da oben sind noch rechts und links jeweils Ablagefächer und in der Mitte ist einmal ein Bereich, wo man dann Fahrtenschreiber oder ähnliche Geräte installieren kann. Hier in der Mitte sehen wir jetzt die Informationen, die wir hier links steuern können. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich drücke hier einmal auf Home. Und dann kann ich hier so durchzwitschen. Wir fangen einfach mal bei Service an. Da gibt es keine Meldung. Hier kann man den AdBlue-Status sehen. Kann auch wieder zurückgehen. Es ist Plus, Kühlmittel, Kühlstand, Partikelfilter. Dafür muss man meistens auch dann den Motor anhaben. Hier kann man die Assistenzsysteme sehen und einstellen, sofern etwas zum Einstellen da ist. Hier haben wir Reise, die Reichweite, momentan Verbrauch, ja, Fahrprofile im Prinzip ab Start Verbrauch, gemessen an Kilometern und Durchschnittsgeschwindigkeit, aktuelle Geschwindigkeit, hier 505 Kilometer und Tageszähler ist 149. Reichweite, momentan Verbrauch, ja, das war es im Prinzip da schon. Dann wieder zurück oder alternativ auf Home, da kommt man da auch hin. Navigation, Zielrichtung hat er jetzt nicht. Wenn ich da dann drauf gehe, dann haben wir hier letzte Ziele, die Ziele, die wir hier angesteuert haben. Zielführung abbrechen kann man zum Beispiel auch machen. Jo. Dann kann man letzte Ziele machen und sich orientieren. Dann haben wir Radio, da können wir dann einfach hier hoch und runter die Sender wechseln. Medien, kein USB-Gerät angeschlossen, deswegen hat er da auch nichts. Und Telefon, bereit für Bluetooth-Telefonie, da kann man dann Sachen verbinden und entsprechend damit arbeiten. Das M-Books von Mercedes oder das Infotainment von Mercedes kann man auf unterschiedlichen Wegen steuern. Zum einen hier über die Lenkrad-Sache. Damit können wir dann hier schon im Display erkennen, dass man hier oben hin und her switchen kann über diesen Touchpad.
Dann können wir einmal raufdrücken, dann können wir zum Beispiel in Home kommen. Dann gibt es drei Ebenen. Die oberste Ebene ist halt da oben. Da kann man so hin und her springen. Und also hier rechts ist kurz für Nachrichten. Also so Meldungen, Systemmeldungen oder solche Dinge. Hier gibt es Fahrerprofile, ja, die kann man dann halt anlegen, nutzen. Dann gibt es allgemeine Einstellungen, Profilauswahl beim Anzeigen, Aussteigen, Anzeigen, ja gut, brauchen wir jetzt hier gar nicht, weil ich gar kein Profil angelegt habe. Das ist hier das normale Gastprofil. Dann haben wir hier quasi die zweite Ebene, in der wir dann auch gucken und tun und was auch immer können. Da können wir dann Telefon, Navigation, Radio, Mediensysteme, also ja, halt elektronische Geräte anschließen. Infotainment. Ja, da sehen wir zum Beispiel Informationen. Dafür müsste ich einmal die Zündung einschalten. Das tue ich auch einmal. Jetzt sehen wir hier Daten über den Motor. Gehe ich auch nochmal auf Details. Ja, er liefert 12 Volt. Newtonmeter liefert er jetzt gerade nicht, weil er nicht an ist, sondern nur die Zündung. Dann gibt es hier Verbrauchswerte. 12,7 heute Morgen auf den letzten 30 Minuten. Gestern haben wir 8,4 bis 8,6 gehabt. Stadt- und Landbetrieb, überwiegend Stadtgebiet. Gemessen an so einem großen Auto ist das, denke ich, durchaus in Ordnung. Ich meine, der LKW, der liegt schon bei 20, 21 Kilo. Der hier schleppt natürlich nicht ganz so viel, aber trotzdem ja ein guter Kompromiss. Ja, hier gibt es halt die Betriebsanleitung. Hier kann man auch darauf gehen. Dann verbindet er damit und lädt sie. In der Betriebsanleitung kann man suchen. Da gibt es auch jede Menge Warnhinweise. Suchen, Schnellstart, Tipps, Lesezeichen, Sprache. Also Sprache ist ja klar, da kann man dann die Sprache einstellen. Tipps. Wir machen mal Schnellstart, um euch einen kurzen Eindruck. Sitze und Spiegel einstellen. Genau, hier kann man sehen, wie man dann den Sitz einstellt. Ja, da kann man dann so durchblättern. Eine Betriebsanleitung per Hand finde ich immer noch schöner, schneller. Obwohl, suchen geht ja im Prinzip auch. Das würde ja auch eine Funktion sein, mit der man leben kann. Dann geht es weiter. Dann gibt es Apps. Ja, das ist im Prinzip sowas, wo man sein Smartphone mit verbinden kann. Android Auto und der Apple CarPlay. Diese Systeme sind eigentlich bei allen Herstellern immer parallel vorhanden. Also ich habe noch kein System gesehen, wo es nur Android oder Apple gibt. Damit kann man dann sein Gerät verbinden. Hiermit kann man vielleicht sogar dann auch noch E-Mails schreiben. Das habe ich jetzt noch nicht herausfinden können in der Kürze der Zeit. Hier gibt es nochmal Einstellungen. Schnellzugriff, aktiver Spurhalteassistent, ESP. Hier gibt es nochmal den Spurassistenten. Da kann man hier nochmal ein, aus, Warnung nochmal nutzen. Gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir ins Fahrzeug. Tankstellensuche aktiv, automatische Verriegelung und Ruhezustand. Den kann man nur bei laufendem Motor nutzen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Hier gibt es das Licht, Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Nachtfeld, Umfeldbeleuchtung. Das kann man hier alles einstellen. Und wenn man da rauf geht, dann kann man hier auch noch die Zeit einstellen, die man dafür haben möchte. So. System. Das ist auch der letzte Punkt da drin. Display. Display-Helligkeit, das kann man dann anschalten. Tag-Nacht-Design. Ja, das ist so Standardsachen. Bedienung. Tastaturen und Handschrift. Er hat auch eine Handschriftenerkennung. Hier kann man die Touch-Kontrollempfindlichkeit einstellen, also ob er leicht oder schwer reagiert. Kann ich nochmal zeigen. Schnell, langsam, mittel. Je nachdem, was man gerade, also das kann man dann auf die persönlichen Bedürfnisse dann nochmal automatisch anpassen. Auch die akustische Rückmeldung, das was wir hier jetzt hören, ist immer der
Unterschied. Und wenn man das halt auf ausstellt, dann hört man halt nichts, wenn man hin und her wechselt. Wenn man das auf laut macht, wird es halt lauter. Ich lasse das mal auf normal. Das ist auch für andere ganz gut zur Orientierung. Die Linguatronik. Ja, er hat auch eine Spracherkennung. Hallo Mercedes. Warum das jetzt nicht Hallo Sprinter heißt oder Hallo 317, ist mir so ein bisschen rätselhaft. Weil ich sage zu einem Menschen oder zu jemandem, den ich kenne, auch nicht Hallo Mensch oder Hallo weißer Mensch oder Europäer. Das finde ich so ein bisschen schade. Das würde ich personalisieren, wenn es das Ding gibt. Einsprechen während der Sprachausgabe, das kann man auch aktivieren, damit man ihn unterbrechen kann. Für Leute, die nicht den Mund halten können, wie mich zum Beispiel, die immer dazwischen reden, jetzt sollte man das auf jeden Fall aktivieren. Infotainment-System, ja, da kann man jetzt hier Equalizer, Balance und Lautstärke und da oben kann man jetzt nochmal so allgemein Einstellungen, Verkehrsfrequenzfix, Radio, Informationen, solche Sachen einstellen. Senderwahl im Hintergrund, Senderspeicher, Senderliste. Ja, gut. Das ist jetzt schon alles sehr speziell. Dann gehen wir nochmal zurück. Navigations- und Verkehrsaussagen, genau. Empfehlungslautstärke, Radio, Audio absenken, damit es dann abgesenkt wird. Fahrempfehlung während Telefonat, naja, es sind so Verkehrsfunkansagen, dass die auch eingesagt werden. Verkehrsfunkanhebung, ja, das sind so Sachen, die sind ganz sinnig im laufenden Betrieb. Telefon, Klingellautstärke, Gesprächslautstärke kann man natürlich auch noch variieren, wenn es dann an ist. Also hier die Lautstärke-Taste. Hier unten haben wir auch noch mal so eine Volumentaste, das heißt heutzutage Lautstärke. Akustische Rückmeldung, Handschrifterkennung vorlesen ist aktiv, das zeige ich euch auch gleich noch mal. So, dann gehen wir wieder einmal zurück. Das war ein Schritt zu weit. Bluetooth, ja, heutzutage ganz wichtig, dass man hier auch noch ein Bluetooth-Netzwerk sich einrichtet. Bluetooth, WLAN, Hotspot, Internetstatus, all das kann man hier hinterlegen, ist ja auch unter Umständen ganz praktisch. Zeit, Datum, Sprache, Maßeinheiten, Lizenzaktivierung, Softwareaktualisierung, System-Backup, PIN-Schutz. Ja, all diese Sachen sind hier möglich, recht umfangreich. Systeminfo, da kann man jetzt nochmal sehen, welche Version denn das ist hier. Die Apple Level NTG 6080 in diesem Falle. Ein Datum steht hier nicht? Nee. Gut, das ist ja ein bisschen schade. Gut, dann wieder zurück. Dann gibt es hier also nicht nur dieses Level, sondern man kann auch noch da unten direkt reingehen. Zum Beispiel an, aus, bei den Apps auch Ton, Bluetooth oder hier bei Info kann man dann hier, Moment, so, kann ich hier jetzt direkt drauf gehen und dann sehen, wie der Verbrauch ist. Oder ich gehe jetzt hier in die Medien. Ganz praktisch ist das hier, da kann man dann einfach den Radiosender wechseln. Das ist eine ganz bequeme Ansage. Telefon ist jetzt keins verbunden, kann man natürlich auch verbinden. Navigation. Da kann man natürlich auch hier Sachen eingeben. Achso, ich berechne die Route. Genau. Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort rechts abbiegen. Dann springt er auch an, er rechnet relativ zügig. Die Navigationsführung ist so mittelmäßig, würde ich sagen. Also sie funktioniert, sie ist auch gut, aber es gibt halt Strecken, die Sperrungen, die er jetzt nicht erkannt hat, so kleinere von so Nebenstrecken, gut, das muss man vielleicht auch nicht alles im Detail kennen. Im Vergleich hat es Google Maps, hatten wir nochmal geschaut, auch nicht direkt gefunden. Also so gesehen wahrscheinlich ein normales Level.
Wenn wir jetzt hier im Navigationsmodus sind, dann könnte ich vorab nochmal hier die Schnellwahltasten erstellen. Also man kann nicht nur durch dieses Menü switchen über Home, man kann das auch hier noch so direkt anfassen. Und es gibt hier die Schnellwahltasten Navi Map, also im Prinzip Navigationssystem, Radio Media. Da kann man dann auch hier nochmal die verschiedenen Medien hin und her switchen. Telefon. Kann man zwei Telefone verbinden, aber das ist ja heute im Prinzip auch schon Standard. Damit kann man noch mal wieder zurückgehen. Das hier Fahrzeug. Hier kann man den Radio noch mal so hinzufügen oder wieder wegnehmen. Und hier haben wir die Möglichkeit, das Display auszumachen oder das System. Das ist ja, wenn man das vielleicht nicht braucht oder nicht will, dann kann man das ja auch einfach wegnehmen. Fast alle Funktionen kann man ja auch hier über das im Tacho einstellen und ändern. So gesehen passt das ja ganz gut. Jetzt, der interessanteste Bereich für mich jedenfalls, ist immer der Navi-Bereich. Was man da machen kann, auf dem Meere in Lüneburg, ist jetzt hier als Beispieladresse ausgewählt. Und wir können dieses System also mit unterschiedlichen Sachen steuern. Ich mache jetzt einfach mal hier unten, wenn man drückt, entweder hier oder dort. Moment, da muss ich mal reingehen. Welcher war das jetzt? Der hier. Damit kann man dann das hier unten aufrufen oder man klickt da einmal hin. Routenführung, wir haben dann einmal Routenführung stoppen. Leise. Das wäre nochmal so eine Routenübersicht, eine Verkehrsübersicht. Oder die Position. Position speichern. Kompass. Kann man jetzt im Prinzip sehen, wo wir gerade stehen. Hier gibt es dann nochmal Parken, Autobahninformationen und erweitert Anzeigen. Kartenausrichtung. Ja, 2D. Fahrtausrichtung, Nordausrichtung und dann gibt es nochmal 3D und dann kann man Autozoom aktivieren, würde ich auf jeden Fall immer machen. Dann gibt es Karten, Elemente, Sonderziele, Satellitenkarte, Reichweite, also solche Sachen. Ups, kann man da immer mal anzeigen. Nochmal zurück. Ja, Verkehrsfunk zeigt auch immer zwischendurch mal an. Erweitert. Kartenelemente. So, das haben wir alles aktiviert. Hier kann man im Prinzip nochmal auswählen, ob man Tankstellen angezeigt haben will, Restaurants, Parken, Rasthof, Café. All diese Sachen kann man hier dann nochmal auswählen. Da gibt es auch nochmal alle Kategorien, damit man wirklich alles irgendwie da anzeigen lassen kann. Botschaft, Geldautomaten, Kirche, Messe, Moscheen, Synagogen, Tempel. Und so weiter und so fort. Das ist wirklich recht umfangreich oder das scheint recht umfangreich zu sein. Textinformation, Autobahninformation, nächste Querstraße, auch mal aktivieren. Fußzeile, aktuelle Straße, Geokoordinaten oder halt nichts. Auch interessant. Kartenversion. Da kann man auch nochmal sehen, also nicht nur die Systeminformation, sondern welche Karte hier hinterlegt ist. Das ist 12.14.1 Europa. Die Routenführung oder die Sprachbedienung können wir über Hallo Mercedes. Was kann ich für dich tun? Aktivieren. Was kannst du, Mercedes? Das kannst hier du das ist... Bitte? Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Also mit dieser Begrüßung des Mercedes und der Ansage, was kannst du, erklärt er im Prinzip, was er kann. Ich demonstriere das jetzt einfach nochmal. Hallo Mercedes, was kannst du? Ich kann dir helfen, verschiedene Funktionen einfach und intuitiv zu bedienen. Hier siehst du einige Beispiele. Und die kann man jetzt hier im Prinzip so abrufen, was er dann so kann. Also er kann viele Sachen, Nachricht diktieren, vorlesen, Hilfe zu E-Mails, Hilfe zu Fahrzeugfunktionen, Statusinformationen. Aber man muss natürlich wechsle zu Fahrzeugdaten. Wechsle zu Fahrzeugdaten.
Achso, das funktioniert jetzt nicht, weil er nicht gestartet ist. Aber grundsätzlich kann man solche Sachen machen. Hallo Mercedes. Ja, bitte. Ändere die Temperatur. Weniger warm. Ich kann die Temperatur in diesem Fahrzeug leider nicht bedienen. Hallo Mercedes, welchen Tag haben wir heute? Das heutige Datum ist 15. Dezember 2021. Ihr könnt also sehen, also so Standardsachen, so ganz einfache Sachen kann er. Wenn man das so ein bisschen komplexer gestaltet, intuitiv sage ich mal, dann funktionieren die Sachen auch mal nicht. Dann weiß er nicht, was er damit anfangen soll. Wenn der Fahrer aber entsprechend drauf dressiert ist, was er zu sagen hat, dann klappt das auch alles. Das einfach mal so als kleinen Überblick, was man hier so in dem System alles machen kann, wie man das bedienen kann. Jetzt haben wir allerdings noch eine Sache vergessen, die will ich euch nicht vorenthalten, die Schrifterkennung. Jetzt gehen wir ein neues Navigationsziel ein. Jetzt gehen wir jetzt auf Tastatur und hier unten finden wir jetzt die Möglichkeit Handschrifterkennung. Das ist ganz interessant. HBF. HBF. Kiel. -L. L. Ja, da geht das schon los. Da hat er das K nicht erkannt. Da muss man natürlich zurück. So. B. B. U. U. N. N. D. D. S. Und dann. T. A. G. Jetzt suchen wir den Bundestag. Okay. Zielauswahl, Bundestag, Tiergarten, Platz der Republik, zack, draufdrücken, funktioniert. Das ist ja schon mal erfreulich, also falls ihr da mal hin wollt, ich berechne die Route. Dann findet er das. Fahre zur angezeigten Route und sofort rechts abbiegen. Jetzt die Route enthält unbefestigte Straßen, das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Jetzt sehen wir also, dass wir da hinfahren können. Hatten wir jetzt auch gerade noch mal eine Übersichtskarte. Hier kann man auch dieses 2D, 3D entsprechend und Nordausrichtung entsprechend ändern. Ja, das soweit die TMC. Also wenn man zwei Ziele hat, werden ja auch zwei Sachen gleich angezeigt, wenn man Ziel 1 und 2 erreicht. Man kann die Ziele auch entsprechend ergänzen oder korrigieren. Ich könnte vorher sonst auch noch zum Hauptbahnhof Hamburg plus via QR-Code teilen, Sonderziele in der Umgebung auf der Karte anzeigen. So, jetzt hätten wir unser Zielgebiet. Hier wird dann auch der Bundestag angezeigt. Das ist ja auch ganz wichtig. Möchten Sie Änderungen übernehmen? Ja. Ich berechne so die Route. Jetzt berechnet er das. Jetzt sehen wir Route und sofort rechts abbiegen. Die Route enthält unbefestigte Straßen. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Aktuelle Radar. Ja, dann nehmen wir die Umfahrung. So. Und dann hat die jetzt Route enthält unbefestigte Straßen. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. So. Also 8.41 Uhr wären wir jetzt Hauptbahnhof Hamburg und 11.46 Uhr voraussichtlich in Berlin am Bundestag. Das ist eigentlich ganz schön so gemacht, weil man dann alle Ziele aufeinander hat. Verschieben. Hier diese kleinen Pfeile sind es, mit denen kann man das dann verschieben. Dann würden wir jetzt erst zum Bundestag fahren und dann zum Hauptbahnhof Hamburg. Wollen Sie die Änderung übernehmen? Ich berechne die Route. Bitte fahre zur angezeigten Route und sofort rechts abbiegen. Also um 11.20 Uhr wären wir jetzt am Bundestag.
mit einer entsprechenden Sperrung wohl auf der Strecke. Die Route enthält unbefestigte Straßen. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Und jetzt berechnet er auch nochmal da oben dann die Rückfahrt nach Hamburg. Das dauert anscheinend einen kleinen Moment. Aber im Wesentlichen habt ihr gesehen, man kann jetzt diese Buchstaben eingeben, wenn man das denn möchte. Ist aus meiner Sicht, wenn man eine funktionierende Spracherkennung hat, gar nicht mehr notwendig. Aber es ist natürlich nett, wenn man das mal zeigen kann. Oder wenn man gar nicht sprechen kann und das gerne per Zeichensprache eingeben möchte, ist das ja auch eine Möglichkeit. Soweit zum Infotainment-System. Wir sagten ja schon, der Wagen hat ein Sechsganggetriebe. Da kann ich jetzt hier auch noch mal ein bisschen Licht machen. Hier unten. Und er hat natürlich auch eine Klimaeinheit. Ich mache mal einmal die Zündung an. Jetzt auf 20 Grad eingestellt ist, die kann man höher oder niedriger machen. Das ist AC für die Klima an, aus. Hier kann man verschiedene Winkel auswählen, wohin es blasen soll. Hier haben wir den Warnblinker, Max für im Prinzip die Scheiben freipusten und hier nochmal die Umluft. Hier können wir die Geschwindigkeit der Lüftung einstellen. Das geht von 1 bis, mal gucken, 7, ja, von 1 bis 7. 2, 3 ist eigentlich so relativ leise und funktioniert. Wir haben hier keine Klimaautomatik. Und die Lüftungsdüsen, die kann man jetzt hier immer so einstellen. So sind sie zu, so sind sie komplett geöffnet. Und dann kann man die auch auf ein Mittelmaß stellen. Hier kommt dann auch, wenn der Motor läuft, heiße Luft raus. Zum Teil sehr heiße. Also mit der Klimaanlage habe ich mich noch nicht so hundertprozentig zurechtfinden können. Aber das dient ja jetzt auch erstmal nur als groben Einblick. Jetzt haben wir uns noch mal einen zweiten Sprinter besorgt, um euch etwas mehr von der Ausstattung zu zeigen. Dieses Auto hat M-Books. Das heißt, also das, was wir euch gerade vorgestellt haben, das war das M-Books mit 7 Zoll. Es gibt auch noch 10,25 Zoll. Und das hier ist im Prinzip einfach, also hier kann man auch Apps, also der, sein Handy dann mit verbinden oder Android, Apple, je nachdem, was man nutzt. Aber halt kein vollständiges M-Books. Dafür hat dieses Auto aber eine Rückfahrkamera, die funktioniert, wenn man die Zündung einschaltet. Eine Sekunde, jetzt haben wir es. So sieht das Ganze dann aus. Es ist jetzt noch relativ dunkel, also durchaus nachvollziehbar, dass das nicht ganz stark, nicht ganz scharf ist. Ja, weiterhin haben wir hier einen Tempomaten. So, also hier oben das ganz normale Bedienfeld, wie ich denke bei allen Multifunktionslenkrädern beim M-Books. Hier unten haben wir jetzt im Prinzip einen Limiter, den wir setzen können und beziehungsweise aktivieren. Hier haben wir Einstellen, Reset und hiermit kann man das setzen. Und sehr schön gelöst finde ich es in diesem Falle, ein nach oben, ein Schritt schneller oder so in die Rasterstellung, dann springt er 10er Schritte und das funktioniert auch bei 30 Stundenkilometer. Ich glaube sogar bei 20. Das ist ganz praktisch, gerade zum LKW, wo es ja auch im Werksgebiet noch langsame Geschwindigkeiten gibt. Tempomat einschalten nach unten in 10er Schritten, also einmal nach oben drücken, kräftig, um in diese Rasterstellung zu kommen. Und jetzt hat er hier 50 km/h einprogrammiert, da kann man natürlich auch hoch und runter gehen oder leicht drauf drücken, dann würde er so stufenweise erhöhen. Hier noch zur Erläuterung. Hier ist der Ganghebel und wir kriegen dann im Display unten entsprechend angezeigt in der Mitte, welchen Gang wir gerade eingelegt haben. Das heißt also, einmal runterdrücken ist standardmäßig D, nach oben drücken ist R, dann springt auch die Rückfahrkamera an und wenn man außen auf den Knopf drückt, dann haben wir die Parkstellung. Hier im
Display oder im Tacho haben wir eine Standardanzeige in der Mitte. Das ist im Prinzip so wie gerade eben auch. Es gibt das Ganze auch noch mal farbig, aber das haben wir noch nicht gesehen. Die Klimaanlage ist hier auch die ganz normale. Rückfahrkamera haben wir euch gezeigt. Was neu ist, es gibt hier auch noch ein Ablagefach mit Deckel. Also Ablagefach gab es ja vorher auch schon. Aber hier kann man das jetzt noch mal mit Deckel sehen. Hier gibt es auch einen USB-Anschluss. Der ist allerdings so ein kleiner Micro-USB. Also da muss man dann auch ein entsprechendes Kabel für haben. So hört sich der 317er an. Und hier ist noch mal der Aufstellhebel. Das tut dann hier unten so einmal rein. Hier sehen kann man nicht. Das ist im Prinzip ein Dieselmotor. Jo. Dieser Sprinter hat auch nochmal Fußmatten. Das finde ich auch ganz sinnvoll, dass man die nimmt, weil dann fallen die Sachen nicht irgendwo anders hin und man kann die auch rausnehmen. Das ist eigentlich ganz gut gelöst. Wir gehen jetzt einfach mal rum und machen ein kurzes Fazit. Also der Sprinter fährt sich hervorragend. Das Fahrzeugkonzept ist super. Ich meine, man kann in diesem Auto stehen, man kann jede Menge Sachen laden. Hier sehen wir auch noch mal mehrere zusätzliche Beleuchtungseinheiten. Die hatten wir bei dem anderen auch noch nicht. Die Schiebetür, die Einladebreite der Tür, wahrscheinlich auch für Paletten geeignet. Das ist schon ganz super. Und dieses Auto fährt sich auch einfach gut. Wobei es ist ja ein Kastenwagen, Lieferwagen. Den Sprinter gibt es natürlich auch noch in anderen Versionen. Also länger mit Superhochdach oder auch als Personenfahrzeug. Und insgesamt muss ich sagen, der Sprinter hat uns überzeugt. Also als Fazit kann man sagen, der Sprinter ist ein tolles Auto. Da passt jede Menge rein. Das Fahrzeugkonzept, also diese Konfiguration, die Abmessung, die Ladefläche und so, das ist schon super. Also Grundkonfiguration, Fahrzeug, Länge, Federung, das ist alles toll. Da braucht man gar nichts zu sagen. Das Einzige, was man jetzt besser machen kann, ist die Konfiguration des Autos. Also zum einen natürlich, was man für sein jeweiliges Ladekonzept braucht und zum anderen, was man so am persönlichen Komfort haben möchte. Möchte man ein Navigationssystem haben oder kann man darauf verzichten? Will man 10 Zoll, 8 Zoll? Aber wesentlich entscheidender finde ich also sowas wie Fußmatten, Sitzheizung und eine Klimaautomatik. Das würde mich jetzt bei diesem Fahrzeug noch mal erfreuen. Dieser Wagen hat auch noch ein Automatikgetriebe. Das fährt sich sehr komfortabel. Das ist das 9-Gang-Getriebe. Ja, in diesem Sinne, das Auto hat uns sehr überzeugt, nur an der Konfiguration. Da sollte man dann nach den persönlichen Belangen und auch unter den Eisaspekten, wenn es mal gefroren ist, entsprechend konfigurieren. Ich danke euch, wünsche euch alles Gute und auf bald. Möchtet ihr euch für dieses Video bedanken, dann abonniert den Kanal, falls ihr es schon getan habt. Auch vielen Dank für die treuen Abonnenten und bis bald. Das hier war der Sprinter 317, diesmal mit Automatik. Der andere hatte das 6-Gang-Schaltgetriebe. Und was man noch sagen könnte, Verbrauch. Ja, zwischen 8 und 12 Litern ungefähr. Je nach Fahrweise, je nach Ladung etc. Also, bis bald. Tschüss.